Hallöchen, und da sind wir auch schon bei der dritten Ausgabe sozusagen der Spielesause. Ja, wir haben heute wieder künstliches Licht. Ganz einfach dem geschuldet, dass ich wirklich ganz, ganz wenig Zeit habe. Und deswegen muss ich das einfach mal mitten in der Nacht machen. Aber ich wollte es jetzt nicht ganz weglassen, deswegen wird auch nur eine Folge der Spielesause, sonst sind es ja normalerweise zwei. Die versuche ich mal ein bisschen auszudehnen, dass sie ein bisschen länger wird. Und ja, wie schon letzte Woche angekündigt, werde ich jetzt dem zweiten Teil von Torchlight euch vorstellen, sozusagen. Also, viel Spaß dabei! Ja, und damit ein herzliches Willkommen bei Torchlight 2. Wir erstellen uns jetzt natürlich gerade einmal einen neuen Charakter. Das Ganze sieht natürlich etwas anders aus. Wir gucken mal, was haben wir denn für Charaktere? Wir haben den Glutsteinmagier, ausgebildet in den arkanen Künsten, greifen Glutsteinmagier auf eine Fülle von Elementarzaubern mit verheerender Wirkung zurück. Den Berserker. Die brutalen und flinken Berserker verbessern ihre tödlichen Kampfkünste mit Hilfe von mächtigen Tiermagie. Okay. Den Ingenieur. Ausgestattet mit Glutsteinwaffen und Rüstung sorgen Ingenieure für Ordnung in den Grenzlanden. Und natürlich den Varant. Das ist so. Aha. Also einer, der so Feuerwaffen und... Aber ich bin für den Magier. Ach, die Frau, die gefällt mir. Ach, wir nehmen einfach mal die Frau. Die Haare finde ich auch super. Zufällig. Na, komm. Ja, das sieht gut aus. Und können wir uns hier noch ein Tier auswählen? Nee, nicht wirklich. Name des Charakters ist klar. Wenn The Rebel. Ist ja logisch. Name des Begleiters. Oh, ein Alpaka. Ein Panther? Eine Bulldogge? Oh Gott, das sieht aus. Die Katze? Shakawari? Oh, das sieht ja cool aus. Den Hirsch. Was haben wir noch? Papi. Cool. Ein Frettchen. Ist ja geil. Ein Falke. Eine Kopfkrabbe. Ein Dachs. Oh, cool. Eine Eule. Oh, ein Panda. Und einen Wolf. Aber irgendwie finde ich, der Shakawari passt gut dazu. Lila oder bläulich? Ja, bläulich. Name des Begleiters, wir bleiben mal beim Spot wie beim Spot wie beim letzten Mal. Und dann würde ich sagen, los geht's. Und wir nehmen natürlich wieder den Leicht. Wir spielen im Einzelspieler. Das bei Torchlight 2 kann man ja dann Multiplayer auch machen, LAN oder im Internet dann. Aber das ist ja jetzt bloß sozusagen, dass ich es euch mal vorstelle. Tief unter Torchlight wuchs die Finsternis. Drei Helden stellten sich der Bestie namens Ordrak. Doch sein schwarzes Herz überlebte Ordraks Tod. Und es schlägt weiter.
wenn Helden fallen und die Hoffnung schwindet, werden neue Helden geboren. Ja, das kam mir alles bekannt vor, würde ich mal sagen. So, da sind wir auch bei Torchlight 2 schon. So, das Interface sieht natürlich ein bisschen anders aus. Wir haben was, aber ansonsten ist es noch genauso. Wir haben auch Stufe und so weiter und so fort und auch mit Inventarfähigkeiten, wie man das aus dem ersten Teil auch und so weiter kennen. Fähigkeitsbaum sieht diesmal etwas anders aus. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, hat sich im Spielprinzip nicht ganz viel geändert, außer Glutsteinmare, Auslandsanzeige. Also ich hab's mal vom halben Jahr hab ich's mal angespielt, aber hab dann irgendwie nicht weitergemacht. Kann ich euch nicht mehr genau sagen, warum, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, für mich ist hier Ende. Ihr müsst weiter zur Enklave der Esterianer. Aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt. Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchlight zerstört hat. Und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen. Wenn er nicht schon dort ist. Wir haben eine neue Quest. Ja, also jetzt muss man halt auch im Prinzip an den Orten, das ist jetzt hier oben direkt angezeigt, aber wie ihr seht, genauso wieder einfach drauf. Aber auch hier ein bisschen Gold. Mal gucken, kann man hier auch die Mappe irgendwie vergrößern. Nicht wirklich. Man kann die hierhin. Na, dann lassen wir sie mal hier oben. Ja, die Gebiete sind jetzt ein bisschen größer. Oder besser gesagt, man kann hier jetzt auch ein bisschen mehr erforschen. Und es geht jetzt auch nicht mehr einfach so immer weiter tiefer, sondern die Quests. Also man hat jetzt halt wirklich Gebiete. So, Tipp, euer Mana ist niedrig, ja. Gut, das war auch im ersten Teil so, dass wir da immer Probleme hatten damit. Dass mein Mana ist low. Also das war eine Aussage, die wir so ziemlich ständig gehört haben. Ja, also die Atmosphäre, finde ich, ist doch ein bisschen düster, würde ich meinen. Also so vom an sich gegenüber Torchlight 1. So, eine Stufe, dann machen wir, haben wieder 5 Attributpunkte. Und dann werden wir natürlich hier die jeweils erhöhen, das ist klar. So, dann müssen wir mal gucken. Vitalität, also, was haben wir hier? Stärke erhöht den Waffenschaden sowie die Menge an Bonusschaden bei kritischen Treffern. Geschick erhöht Chance auf kritischen Angriffen auszuweichen. Verbessert Erholung von Patzern. Fokus erhöht Mana und alle Elementarschäden. Fokus erhöht außerdem die Chance, exekutieren mit beiden Händen gleichzeitig zuzuschlagen. Und Vitalität. Die gesamte Rüstung und die Chance. Dann werden wir einfach jetzt, ich denke mal, werden wir immer halt, werden wir dann, denke ich mal, jetzt immer abwechselnd dann den 5. Punkt in allen verteilen. So, gibt es hier jetzt noch irgendwas? Ach, hier, und was haben wir jetzt hier? Ach, die Fähigkeit.
Oh, können wir hier noch etwas? Eisschauer, ein Haare aus 5 Eislanzen, die auch als Querschläger treffen können auf eure Gegner, um sie zu verlangsamen und bewegungsunfähig zu machen. So, jetzt müssen wir uns hier, natürlich sind die Attacken ein bisschen anders. 33% des Waffenschaden als Feuerschaden. 30% des Waffenschadens, hier haben wir 33% zurzeit. Was haben wir hier? Dann, ich glaube, wir machen erstmal den hoch. Und dann würde ich jetzt sagen, wird hier einfach mal... Hier ist ja noch einer, na sowas. Nee, 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 das geht ja überhaupt nicht. Haben wir eigentlich auch Fame und so weiter? Ja, haben wir. So, dann, dumm, 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 ich schieße hier Pfeile um mich, Wahnsinn, also Feuerbolzen, na sowas, nicht genug Mana, da müssen wir erstmal einen Mana-Trank reinpfeifen, oha, na hier sieht es ja auch verbrannt aus. Warum habe ich den jetzt gerade nicht getroffen? Ja! Das weiß ich, dass du nicht genug Mana hast. Das habe ich laut und deutlich gehört. Aber ich finde es schon mal gut, dass das von Hause auf Deutsch ist. Natürlich habe ich mit dem Englischen keine Probleme, aber ich sag mal, der Mensch ist ja von Natur aus faul und naja. Die Faulheit siegt ja doch irgendwo. Hallo? Eure Barriere hat ja nicht gerade viel genützt. Aber ich mag die Musik nicht, das ist so verdammt düster. Nicht so mein Fall. So, ach so. Was allerdings auch noch ist, dass meine Attacken aufgehalten werden können vom... sozusagen von der Umgebung. Gut, das ist ja klar. Also klar, irgendwo bisschen logisch, würde ich meinen. Was sie allerdings gemacht haben, das Inventar doch recht größer gemacht. Und so haben sie dann auch in, das haben sie dann noch einen extra Slot sozusagen gemacht. Also finde ich bei manchen doch schon eine Verbesserung. Oh. Ihr seid Fachkundiger geworden. Fachkundiger. Auch nicht schlecht. Fachkundiger geworden. Na, ja, heißt Level aufgestiegen. Zack, zack, zack. Moment. Jetzt bin ich hier gerade irgendwie... Zack, 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 zack und Geschick. So, und hier haben wir noch was und da liegt ja auch noch ganz viel Zeug. Ach so, und hier, bam, hoch damit. Da gefällt mir eigentlich ganz so der Feuerstoß. So,
So, eure Barrieren helfen euch aber nicht viel. Die habe ich im Nu durchstoßen. Genug Mana. Was? Nicht genug Mana? Na sowas. Verschlossene goldene Truhe und auch noch verschlossen. Und hier haben wir wieder einen... einen für Ruhm. Aber die... Ah, jetzt konnte ich sie öffnen. Also jetzt hatte ich gerade etwas bekommen zum Öffnen. Ich weiß zwar noch nicht, was das gerade war, aber egal. So, jetzt müssen wir hier mal... Bitte helf mir. Jawohl. So, jetzt muss ich mir eine Belohnung aussuchen. So, ist jetzt die Frage, was hab ich? Ist hier... Ach nee, das steht angelegt. Angelegt. Den habe ich nicht angelegt. Na, dann suchen wir uns mal diese Belohnung aus. Oh Mann, alles brennt hier. Schlimm, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Was ist hier nur geschehen? So, erstmal noch ein bisschen die Gegend erforschen. Und zur Enklave. Achso, das sind meine Männer. Wohl neu hier, was? Zur Enklave. Dann machen wir mal den Quest. Denkt daran, euren Begleiter mit Fisch zu füttern. Ah, und jetzt sind wir bei der Enklave. Okay, oh. Sieht ja nicht sehr gut aus. Zum Echopass, okay. Angelloch. Dann... Danke für die Warnung, aber sie kommt zu spät. Dieser Alchemist war bereits hier und ist wieder fort. Und ich konnte ihn mit Mühe und Not davon abhalten, in die Enklave einzudringen. Trotzdem wurden dabei viele Isterianer verwundet. Und inzwischen sind ein paar weitere krank geworden. Wir wissen nicht genau, was die Krankheit verursacht. Nach seinem missglückten Angriff hier zog der Alchemist weiter nach Süden, in die Tempelsteppe. Kurze Zeit später trafen Kommandeurin Vale und ihre Truppen ein und verfolgten ihn in der Hoffnung, weiteren Schaden abzuwenden. Okay, dann wissen wir auch, was hier abgeht. Und jetzt werden wir mal gucken. Wir haben sehr niedriges Angriffstempo, Feuerschaden, Eisschaden, Giftschaden. Das Ding ist 1,3. Naja. Aber ich glaube, der ist schon gar nicht so verkehrt. Der hier. Kommandeurin Vale glaubt, der Alchemist könnte den Urquelltempel angreifen, um dort an die Wächterin des Wassers heranzukommen. Was er Niederträchtiges mit ihr vorhat, kann ich nur vermuten. Weder von Vale noch von der Wächterin habe ich etwas gehört. Seht euch im Urquelltempel um und findet heraus, ob die Wächterin des Wassers in Gefahr ist. Ja, und dann gucken wir jetzt erstmal überhaupt, was wir hier, und zwar wollte ich ja hier den Stab hier einsetzen. Hier hätten wir Ember, Glutstein heißt das hier also. Okay, wir gucken erstmal, was haben wir denn hier? Ah, okay, der verkaufen hier. Also hier kann ich verkaufen. Was braucht das? Können wir verkaufen? Den verkaufen. Wie viel haben wir denn? Z
So, leichte Hose wird verkauft. Der wird verkauft. Dann den, das kann man sowieso nicht anlegen. Den... Der ist für meinen Begleiter. Und den kann ich mal anlegen. Der ist noch besser. Und weg damit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie kann ich das jetzt meinem Begleiter geben? Ach, das hat er jetzt auch automatisch genommen. Okay, dann muss ich mal gucken, wo ich jetzt den... nee. Ich wollte jetzt eigentlich nicht fischen. Nichts gefangen. Fähigkeiten Neuverteilung hatte ich jetzt eigentlich auch nicht vor. Wie kann ich helfen? Nee, den wollte ich... Und zwar wollte ich jetzt mal gucken... und zwar wollte ich mal gucken, wo ich eigentlich jetzt sozusagen meine Waffen, also wo ich da wohl neu hier, die was? Steine oder so verbessern kann. Summer Weapon, Angelloch, also im Prinzip wie bei dem ersten Teil, wo ich Steine verstärken kann. Gut, aber wahrscheinlich muss ich dann erstmal doch noch ein Stück weiter reiten. Was hat denn hier? Hier was? Na, dann nehmen wir das auch mal mit ein. Bekommen. Dann würde ich sagen, geht's jetzt mal weiter. Stufe 3 bis 4. Das zeigt mir sogar an, für welche Stufe das geeignet ist. Und welche Stufe habe ich? Ich habe Stufe 3 bis 4. Na, dann passt das Ganze doch. Würde ich mal meinen, oder? Dann weiter geht's. Pfad der verehrten Toten. Was habt ihr hier zu suchen? Warum fragst du mich das so? Ich will euch helfen. Ich weiß zwar nicht, warum ich die jetzt gerade zerstöre, weil ich dumm bin. Aber erstmal gucken, wo sie überall lang geht. Aber vielleicht ist ja in den Statuen irgendwas drinne. Aber irgendwie habe ich so die Vermutung, dass das nicht so sein wird. So, die sind erstmal erledigt. Komme ich hier durch? Nee, aber hier war noch ein Mana-Trank. War hier? Nee, hier ist nichts weiter. Dann geht's jetzt weiter. Dachte ich, es geht jetzt weiter. Aber anscheinend doch nicht. Ach, hier. Hier kann man. Aber hier kann man auch nicht darunter. Dann, naja, auf jeden Fall, hier geht es jetzt weiter. Ja, also vom Spielprinzip einfach drauf, Hack and Slay, wie auch bei Torchlight 1. Was kann ich für Sie tun? Oh, irgendwas... Musste ich jetzt finden. Na, egal. Also, beziehungsweise die Toten, die Ruhe ehren. Ich
glaube, das da ist so ein bisschen gemeint, oder? Ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht auch nicht die Säulen hier und so weiter zerstören sollen. Na, egal. Aua, warum tust du mir weh? Das finde ich überhaupt nicht gut. Nicht gut. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ja, wenn du mir sagst, was ich finden soll. Und ihr kommt hier einfach so runtergesprungen. Das finde ich ja überhaupt nicht gut. Ihr habt an Erfahrung gewonnen. Ach so, da geht es gerade gar nicht. Was haben wir denn hier noch? Die Aufladung. Wozu ist die da? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Das ist gut. Elementarresistenz. Und was haben wir hier noch? Das ist ja auch nicht schlecht. Okay. Brauchen wir hier erstmal noch nicht weiter zu verfolgen. Also manche Attacken, es ist klar, dass der Attackenbaum jetzt ein bisschen anders ist. Also der Skillbaum-Attackenbaum ist ja auch ein bisschen dämlich. So, das... Ja gut, das weiß ich, dass ich einen nicht identifizierten Gegenstand habe. Habe ich jetzt wieder Mana? Jawohl. Och nö, es kommt gerade wieder Geister. Ich mag keine Geister. Wer mag schon Geister? Ich glaube niemand. Habe ich jetzt eigentlich irgendwie die Quest? Questgegenstände bekommen? Nee, ich glaube nicht. Aber ich gucke jetzt gerade erstmal nochmal woanders lang, weil ich glaube, ich habe da ein bisschen was übersehen. Aber gut, ich bin mit meiner Orientierung... Ah, das können wir mal machen. Hohes Angriffstempo. Aber der Feuerschaden, der ist mir gerade zu gering. Toll. Naja, können wir dann eben verkaufen. Ach nee, ich muss hier lang. Okay. Ja, also wie ich euch das ja schon am Anfang gesagt habe, ist meine Zeit etwas knapp. Deswegen werde ich heute, was gesagt, das Ganze auf eine Stunde ausdehnen. Und dafür gibt es aber nur an einem Tag heute. Also besser gesagt, das Spiel nicht, aber also im Prinzip heute die gesamte Spielesause gibt es halt nur eine Folge davon. Ich denke mal, damit seid ihr einverstanden, hoffe ich ganz einfach mal. Und wenn nicht, egal. Na, egal ist es jetzt nicht, aber... Ah, das lässt sich nicht machen. Ich bin halt zeitmäßig nicht so gut aufgestellt. So, was hat man hier? Da hat man den Feuerring. Okay.
Aber erstmal hier oben noch lang. Ach man, immer dieses Grabmonster. Aber es ist mal interessant, eine Frau zu spielen. Habe ich selten gespielt. Da wollte ich einfach mal die Erfahrung machen, eine Frau zu spielen. Aber hier war ich ja schon lang, also geht's jetzt weiter. Okay. Also ich sag mal, vom Atmosphärischen her finde ich es schade, dass das so viel düsterer ist als bei der 1. Aber irgendwie soll es ja Diablo, wer jetzt Diablo 3 nicht mag, oder die ganze Diablo-Reihe, für den sollte ja Torchlight sein. So habe ich das gehört. Ich habe selber Diablo noch nie gespielt. Hier haben wir noch einen. Schriftrolle. Ach, hier haben wir genauso wieder noch kleine Sachen. Ja, gehen wir mal hier rein. Also ich habe, wie gesagt, ich habe Diablo selber noch nicht gespielt. Ich habe es mal kurz als Let's Play angeguckt. Naja, hat mich nicht ganz so überzeugt. Aber... Und da fand ich halt Torchlight wesentlich schöner irgendwie. Die 2 finde ich mir persönlich, meine ich gebe natürlich am Ende nochmal Fazit, ist ja klar, wenn ich hier fertig bin. Oh, der ging jetzt auch schnell. Ich dachte, wenn ich hier fertig bin, ist ja klar, sozusagen. Wo ist denn der gelandet? Ist ja klar, sozusagen, am Ende nochmal ein Fazit, aber ich kann ja mal sagen, dass ich selber finde, einiges ist sehr gut vom Spiel, Sachen, die, aber ich bin immer nicht so einer, der... Ich mag das immer nicht, wenn die Gebiete so riesig sind und wenn man sich... Wenn man immer suchen muss und da ist eine Abzweigung und da ist eine Abzweigung. Das ist nicht meins und... Ja. Bin da dann in der Hinsicht auch vielleicht ein bisschen... ich bin dann immer auch so ein bisschen orientierungslos, wie da vielleicht auch schon so ein bisschen bei anderen Spielen festgestellt habt. Ach, Waffen. Hier gibt es ein bisschen Waffen zu holen. Aber ich finde es halt gut, dass das Inventar ein bisschen größer wurde. Also... Haben sie einiges gut gemacht. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt lieber erstmal zurück und feuer aus der Ferne ab. Zack, zack, abfeuern. Bum, 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 bum. Und da noch eine Truhe. Gold. Urne. Urnen zerschmettern ist ja mein Lieblings. Was seid ihr für Viecher? Aua. Gift ist nicht so toll. So, du musst... Ja, ja, weiß ich doch. Ist irgendwie ständig wenig Mana. Deswegen muss ich dir auch ab und zu mal so mit dem
Stab zermalmen, aber das geht recht gut. Ha, du stehst auf. So, da, weg. Ihr sollt, ich will euch nicht haben. Aua. Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Nein, ihr seid doof. Das sieht aus wie ein Boss. 153 Ruhm, den nehme ich mal gerne entgegen, den Ruhm. Und zerschmettern, wie immer. Also wie bei Totschlag 1. Und ich denke mal, es ist auch so, immer wenn man dann Ruhm aufsteigt, dass man dann auch einen Skillpunkt bekommt. So, Skeletors, ihr seid aber da etwas im Weg. Ne, Identifikationsrolle. Okidoki. Und Skeletors, tschüssi. Ciao. Ach nee, du bist noch nicht besiegt davon. Also was. Ah, Inventory voll. Na sowas. Erstmal wieder Mana voll machen. Ach so, ja. Mehr kann sie ja nicht tragen. So, dann nehmen wir den mal auf jeden Fall. Der kommt dann ins Pad. Was haben wir hier? Vom Tempo her gleich 4, aber noch mit 4 Elektrizitätsschaden, auch wenn der noch einen leeren Slot hat. Kommt weg. So. Was haben wir hier? 2 Körperpanzer. Drei Teile, so ein teiliges. Was haben wir hier? Feuerschaden, und das ist wesentlich besser. Was haben wir hier? 3 Körperpanzer. Na gut, ich nehme immer die höhere, weil ich meine, das kann man ja dann alles verkaufen. Giftpanzer, Eispanzer. Da weiß ich nicht. Feuerpanzer. Tja, was benutzt man dann immer? Aber ich denke mal, so ist okay. So, Eisschaden. Ne, wir sind ja gerade nicht beim Eis. Ne, Eisschaden, den auch nicht, den auch nicht, den auch nicht. Was haben wir hier? Der kann auch mit weg. 3. Dann den auf jeden Fall mit anlegen. 10. Ja, was haben wir hier? Äxte wollen wir nicht. Der kommt weg. Den braucht man nicht. Der hat noch einen leeren Sockel. Dann den mit. Den weg. So, zack. Was haben wir hier? Handkanone braucht man nicht. So. So, Elektrizitätsschaden. So, was hat man hier? Können wir den noch irgendwo ein... Hier kann man einsetzen. Eispanzer. Und dann nehmen wir noch, denke ich mal, ein Gift damit dazu. So, das sind wir, denke ich mal, gut gerüstet gegen alle Arten von... von Elementarmagie. Oh, jetzt gucken wir mal noch kurz hier lang. Beziehungsweise holen uns die monströsen Monster. Von da, dass wir hier auch erfahrungspunktlos schnell raus aus der Trap. Ich meine, wir haben zwar jetzt den Giftschadenschutz, aber nicht so viel.
bisschen ist es. Na los, Gift. Hallo, Zombie, ich will dich töten. Aber das finde ich jetzt gut, dass man beim Pet auch noch sagen kann, eine Einkaufsliste machen kann, wenn man das in die, wenn man den in die Stadt schickt. Also teilweise besser, was ich halt, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, nicht ganz so gut finde, ist halt die Sache mit dem Gebiet, dass ich weil ich halt eine verdammt schlechte Orientierung habe. Wollen wir hier gefallene Wächter? Wollen wir mal hier runter? Müssen wir, ne? Oder konnten mal, es ging ja auch die Tür auf. Müssen wir auch mal gucken, wo es da lang ging. Ich sollte vielleicht mal einen Gesundheitstrank einpfeifen. Nee, hier nicht. Wo lang? Ach, hier. Aber ich glaube, hier ging es eh nicht weiter. Hier gibt es halt nur ein paar Sachen zu holen. Dann würde ich sagen, müssen wir doch darunter. Ist die Frage, ob ich da runter will? Oder eher muss? Na, wir werden mal gucken, was es da unten so Schönes zu holen gibt. Was ich muss vielleicht mal gucken, ob man bei den Grafikeinstellungen irgendetwas machen können. Ne, es sieht eigentlich alles relativ hoch aus, weil das sieht mir so nach Nebel aus, der im Prinzip nicht gezeigt wird, sozusagen. Ah, wir haben hier einen Bossmond, oder besser gesagt, was hier nicht gerendert wird. So, wir hatten hier jetzt ein Bossmonster, sozusagen. Ach nee, das war meiner. Zack, 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 zack. Und was können wir jetzt? Können wir den erhöhen? Jawohl, können wir erhöhen. Und jetzt erstmal alles schön aufsammeln. So, dann hätten wir den Quest auch erledigt, sozusagen. Ach so, Spot macht das schon. Okay, da hätten wir alles und dann geht's einfach mal weiter. Hallo, wo bist denn du jetzt gerade hängen geblieben? Wenig Mana und wenig Gesundheit. Ich nehme mal die Tipps raus, weil es ja doch etwas nervt. Warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? So, mein Mana-Trank ist sowieso auch alle. So, ist sowieso erledigt. Alle drei auf einmal. Ruhe da. So, die Truhe noch, das Gold. Hier haben wir noch Gold. Und jetzt geht's Portal zur Oberfläche. Ja, und dann war's das auch mit wir... Danke sehr.
müssen wir noch gucken. Wir nehmen das mal noch für unseren Begleiter mit. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem... Obwohl, nee, wir sind ja hier gleich fertig. Denke ich mal. Also so sieht es zumindest aus, dass wir hier gleich zu der Tempelsteppe gehen können. Dann gehen wir mal noch dorthin, zu der Tempelsteppe. Also bloß da rein. Na, lade, lade, lade. Muss man wahrscheinlich den Ladebalken einzeln ziehen. Komm schon. Beschwören. Ja, und dann war es das jetzt mit vor Story, wollte ich schon sagen, mit Torchlight 2. Und nächste Woche mal schauen. Da habe ich noch keinen Plan, was es dann in der Spielesause zu spielen gibt. Bis zum nächsten Mal bei der Spielesause. Haut rein. Ciao, ciao. Ja, wie auch bei den letzten beiden Spielesausen erfolgt jetzt mein Resümee. Warum sage ich dieses Wort eigentlich immer, wenn es so schwierig auszusprechen ist? Keine Ahnung. Ich will halt ein bisschen intelligent klingen. Nein, also sozusagen eine kleine Zusammenfassung. Was hat mir gefallen, was nicht so gut? Also, vom Spiel, vom ganzen Handling und so weiter, es ist genauso wie im ersten Teil in Hack and Slay. Ich finde es gut, Inventar wurde größer. Was auch gut ist, das Gebiet wurde so ein bisschen ausgedehnt, dass man nicht nur immer weiter tiefer in den Berg geht, sondern auch andere Gebiete rund um die Stadt hat. Was ich für meine persönlichen Dinge eigentlich eher so ein bisschen nachteilig empfinde, ist im Prinzip diese Größe des Gebietes, dass du dann überall lang gehen kannst. Und ich bin dann wieder so einer, der einen verdammt schlechten Orientierungssinn hat, sowohl im realen als auch im virtuellen Leben. So, jetzt haben wir's. Und deswegen habe ich mich da öfters mal verirrt und werde mich auch noch verirren. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, macht schon Spaß. Die Atmosphäre, finde ich, ist ein bisschen düster als im ersten Teil. Aber ich finde durchaus auch sein Geld wert. Na dann, wünsche ich euch noch viel Spaß. Wer sich zulegen will, gerne. Also, was heißt, ist ja euch überlassen. Also dann, haut rein und nächste Woche mal sehen, was da auf dem Plan steht. Na dann, ciao, tschö und reingehauen.